Leute, wir sind gestern vom Urlaub zurückgekommen und mir ging es nicht so gut. Ich war auch heute nicht in der Schule, heute ging es mir aber schon wieder besser. Und ich habe heute viele Videos hochgeladen und geschnitten, eigentlich fast den ganzen Tag. Und ich konnte viel in YouTube nachholen und ich bin jetzt auch so wieder richtig im Fieber, weil ich habe sehr lange nichts mehr hochgeladen, fast einen Monat. Luna. Du Schlafkappe, du. Was hast denn du da? Eine Klette eingesammelt. Du Klettenhund. Was ist das? Zack, Lust ist eine Zecke. Oh ja, eine fette, ekelhafte Zecke. Weißt du was? Falls es euch interessiert, wir machen die Zecke zusammen weg. Ich habe jetzt auch total Lust zu vloggen und ich nehme mich jetzt mit. Ich muss ein bisschen in den Haushalt schmeißen. Mein Papa mäht gerade Rasen. Also machen wir mal die Zecke weg. So, jetzt machen wir mal die Zecke weg. Ich nehme da immer dafür dieses Ding. Also da sind immer diese zwei Zeckenhaken drin. Die habe ich jetzt extra gerade rausgeholt. Und das Desinfektionsmittel. Und ein Tempo, dann da mache ich die Zecke nämlich rein. Ich tue die Zecke dann immer, das brauche ich den großen Zeckenhaken, so auf und dann gerade rausholen. Die hat sich richtig tief eingebohrt, muss ich sagen. Hat so eine richtige Wunde hinterlassen. Und an der Nase ist es immer ein bisschen blöd, aber ich desinfiziere das dann auch immer noch. Wahrscheinlich habe ich mich die ganze Zeit vor dir. Du schlägst mir jetzt nicht ab. So, ich hab's. Steh! Und weil ich schon dabei bin, sie zu behandeln, tue ich auch gerade hier ihre Wunde. Die sieht schon sehr gut aus, wie ihr seht. Noch mit ihrer, mit der Jodsalbe hier mit der Wundflächensalbe eincremen. Dann nehme ich mir immer so ein bisschen was drauf und schmiere das großzügig auf ihre Wunde. Also deshalb ist es auch so orange. Das ist jetzt nicht Blut oder so, das ist einfach diese Creme, die wirklich sehr gut, also dem wir sie drauf machen, ist es wirklich alles sehr gut schon verheilt. Eigentlich noch das Desinfektionsmittel vor der Creme drauf. Habe ich jetzt wohl nicht so ganz bedacht. Ich habe jetzt die Zecke entfernt und meine Hände gewaschen und die Zecke auch kaputt gemacht. Ich muss sagen, die war sau, sau, sau robust. Also das war echt. Da musste ich sie am Ende verbrennen. Normalerweise überrollen wir sie immer mit einem Glas. Aber die war echt sehr hartnäckig. Habe ich noch die Zeckezange desinfiziert. Und ja. So, hier liegen noch unsere Leckerlis. Hier, Dukas Hähnchenbrust mit Fisch. Das kommt in meine Aufgebrauchtkiste, weil ich habe ja jetzt das neue angefangen. Ich schub das nicht immer weg. So, dann fange ich mal jetzt an mit der Küche. Da gibt es eigentlich nicht viel zu machen, außer den Müll wegzumachen und Waschbecken sauber zu machen. Kochen. Das mache ich eigentlich einmal am Tag, aber letzte Zeit komme ich nicht so dazu. Das ist Schlamm. Ihr hört mich, weil der Wasserkocher gerade ist. Das haben wir jetzt neu für uns entdeckt. Das ist Naturkraft Pro 2. Das machen wir jetzt Luna immer ins Esslöffel. Zwei von diesen, ins Essen. Zwei von diesen, ja, was sind das? Also zwei von den Löffeln. Ja, das weichen wir dann immer mit Wasser ab. Und ich muss sagen, das frisst sie auch mit ohne irgendwas. Das ist einfach so, um sie zu stärken nach dem Antibiotika. Und was ist die Kamera ab? Und das ist jetzt umgefüllt. Das ist sauteuer. Das ist auch sowas gegen Zecken und so. Da müssen wir uns aber noch weiter informieren. Ja, dazu kann ich später was sagen, aber das benutzen wir auch noch nicht. Das ist auch wieder zum Aufbau, aber die haben wir nämlich beide kostenlos bekommen.
So, der Wasserkocher ist jetzt auch halb fertig. Ich mache jetzt auch schon wieder mehr, wie ich eigentlich machen wollte. Jetzt durch den Lappen. So, hier das Soda. Oh, ich halte euch überhaupt nicht drauf. Und ja, wenn ich mit der Küche fertig bin, dann melde ich mich wieder. So, ich koche jetzt den Lappen ab. So, dann quetsche ich den gleich aus, wenn er ein bisschen getrocknet ist. Und lege ihn dann entweder über das da oder über unseren Thermomix. So, trockne dann die Spüle ab. Dann begebe ich mich auch schon in den Flur. So, das ist fast Endergebnis der Küche. Den Boden wische ich jetzt noch durch. Und um Lunas Futterstation kümmere ich mich dann auch kurz. Die wische ich unten dann durch kurz. Wir müssten auch mal in die Spülmaschine die zwei Schüsseln. Wir waschen die nämlich oft mit Hand. Das ist noch alles vom Urlaub. Leckerlis, einfach alles, dass wir die Verpackungen wegschmeißen konnten. So, das ist die Küche. Die ist auch jetzt fertig gemischt. Und hier habe ich auch nochmal mich drum gekümmert. Jetzt das Wohnzimmer. Da mache ich jetzt auch nicht viel. Da mache ich die Couch und wische einmal durch. Aber ich habe auch schon was gemacht. Da lag eine Decke drin. Die war voll gekrümelt. Und da waren ganz viele Spielzeuge drin. Also stellt euch das Körbchen total unordentlich und ungestaubsaugt vor. Und der Rest war so, wie es war. Und dann jetzt das Nachherbild. So, das ist der Einkauf jetzt mal zwischendurch und noch nie gemacht. Danke. Ein Food Haul. Das Fleisch haben wir jetzt schon im Kühlschrank. Haben wir viel Fleisch gekauft? Hackfleischhühnchen. Hackfleischhühnchen. Ja, das haben wir jetzt schon im Kühlschrank gemacht, aber der Rest ist noch da. Und ich würde sagen, ich fange mal an mit einem Food Haul. Meine Mama war im Aldi und ja, also zuerst haben wir Creme Fraiche eine Packung gekauft und zwei Packungen Schlagsahne. Dann haben wir hier einmal eine Honigmelone, ein Naturjoghurt Bio, den esse ich sehr gerne. Dann rote Peperoni, das esse ich überhaupt nicht, das essen nur meine Eltern. Dann ein Päckchen Zwiebeln, das kommt in den Keller. Dann hier ein Salat, Mini-Salat. Dann hier Freilandhaltung. Da hat meine Mama direkt mal erstmal Ärger bekommen, weil es kein Bio ist und wir eigentlich schon darauf achten, dass die Tiere gut gehalten werden. Dann hat meine Mama gerade aufgerissen, hier das da, weil sie was im Wohnwagen machen wollte. 5 Stück. Von diesen Tüchern hier, die wir sehr gerne benutzen. Dann hier 3 relativ grüne Bananen, weil ich nur grüne Bananen vertrage, weil ich gegen gelbe Bananen allergisch bin. Dann Avocado. Süßkartoffel, dann 5 Paprikas, rote, dann Natur, Lieblinge, Speisekartoffeln, seht ihr überhaupt noch was? Dann hier Tomaten, Gurke und Zucchini, Mini-Zucchini. 2 Packungen von diesem Salat. Pflücksalat. Dann nochmal Tomaten. Pink Lady Äpfel, die ich super gerne esse. Käseaufschnitt. Dann nochmal 4 Pfirsiche. Zuckermalz. Rettich, oder wie das heißt. Kohlrabi und das? Fenchel. Dann Mozzarella. So 3 kleine Packungen Mais. Und ein großer Sack Karotten. Und ihr merkt, wir haben viel Gemüse und Obst gekauft. Danke, Herr, dass du mir jetzt da reingeplappert hast.
Ja, weil wir essen auch einfach viel Gemüse und Obst. Also wir sind richtige Gemüse- und Obstesser. Wir probieren weniger Fleisch zu essen. Bei mir klappt es gut, bei meinen Eltern nicht. Toll. Und wenn ihr wollt, dass ich öfter so zeige, was wir so an Lebensmitteln gekauft haben, dann gebt doch einen Daumen hoch und schreibt es in die Kommentare. So, das ist das Endergebnis unseres Flures. Und jetzt zeige ich euch ganz kurz. So, und so sieht sowas danach aus und wirklich jeden Tag. Und das Wasser sieht so aus. Lecker. Also, heute ist der 32., wenn es den gibt. Oder vielleicht ist auch heute der 1. Keine Ahnung. Was laber ich eigentlich, Leute? Es ist schon lang wieder den 1. Irgendwie der 7. oder so. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es richtig heiß und hab auf 32 Grad und es ist in der Sonne. Es ist sau heiß. Komm! Und deswegen gehen wir immer nur so ganz, ganz, ganz kleine Runden am Tag mit Luna. Und morgens und abends immer was Großes. Heute Abend gehen wir wirklich eine richtig schöne große Runde. Und ja, dann nehmen wir auch die Lutti mit. Vielleicht filme ich da ein bisschen. Und ja, jetzt gehen wir gleich zu Rossmann. Vielleicht nehme ich euch da am Rossmann auch ein bisschen mit. Bald ist auch Lunas Wunde verheilt. Und ja, das ist dann auch gut. Hier haben wir einen Kirschbaum. Und die Kirschen sind richtig schön. Also, der ist total voll mit Kirschen. Also, wirklich richtig schön. Er ist komplett, wirklich komplett voll. Wir haben auch schon total viele gerupft. Die schmecken auch echt richtig gut. Und bei uns im Garten blühen auch die Himbeeren schon. Wir haben hier so einen großen Strauch. Und ja, hier geht es dann so weiter. Genau. Ja. Und die Kleinen pflücke ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, das ist unser Tor zugegangen, ob ich das euch gezeigt habe. Ich glaube aber nicht. Den Napf habe ich gekauft, das finde ich super schön. So sieht er aus, der ist aus Porzellan. Ja, Porzellan ist, denke ich, so das beste Material. Der hat 1,50 gekostet. Ist jetzt auch nicht super groß, aber er reicht auf jeden Fall für Luna. Und es ist jetzt ein Napf für draußen, weil Metall und Plastik geben halt so, sag ich mal, Schadstoffe ab draußen. Also vor allen Dingen ist Plastik halt die Weichmacher. Wir hatten ja erst einen Plastiknapf, der hat sich komplett zersetzt. Der Rand ist einfach abgefallen und ausgebleicht. Und ja, Metall haben wir erst gar nicht nach draußen gemacht. Und dann hatten wir einen Eimer und jetzt habe ich halt diesen schönen Napf gekauft. Ja, und ja, jetzt gehen wir auch in Rossmann und der war richtig schön. Und was ich euch auch noch ganz kurz zeigen wollte, sind so, Luna hat ja jetzt lange Antibiotika bekommen und das halt auch nicht vertragen, also über einen langen Zeitraum. Und dann haben wir uns so informiert und so und von unserer Nachbarin den Tipp bekommen, diese ja, Naturkraft hier Pro 2, das hat sie uns jetzt noch geschenkt. Die sind relativ teuer, da kostet sowas 30 Euro. Hat sie uns jetzt geschenkt. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir brauchen. Luna findet das anscheinend. Das ist das jetzt. Wir haben hier das 4 und das 1 gekauft. Die 1 ist jetzt hier diese Probe, die hat sie uns gegeben. Wie gesagt, das ist sehr teuer. Dann haben wir einmal, das ist für allgemeine und innere Reinigung. Und das 4 haben wir Verdauung, Appetit und Entschlackung. Und ja. Ich kann euch ja, wenn die Sachen dann angekommen sind, noch mehr darüber berichten. Und ja, das gibt man halt, um den Magen wieder zu regenerieren und ja, was da halt steht. Und haben wir noch Futter von denen gekauft. So, ich zeige euch mal ganz kurz, was wir für einen Hund gekauft haben. Einmal so eine Spülbürste für ihren Napf, damit machen wir immer ihren Napf sauber oder ihre Näpfe, wenn wir sie nicht in die Spülmaschine tun. Und dann einmal Winston Bio mit Spinat und
Distelöl und Rind mit Kartoffeln und Sesamöl. Zu denen und dem hier, also das ist auch nochmal Winston, Kalb und frischer Pansen, werde ich zu denen auf jeden Fall nochmal ein Futtertestvideo machen. Oder ein Video generell. Also, weil, ja, dazu möchte ich kurz Stellung nehmen und was sagen. So, dann hat sich meine Mama noch so einen komischen grünen Wäschekorb ausgesucht. Habe ich mir hier noch so Stoffe ausgesucht. Einmal das da. Einmal das da. Ja, so komische Waschlappen. Dann die schönen hier. Dann die zwei. Habe ich mir noch so ein Garn, sage ich immer dazu. Dann so für mein Zimmer. Warte. Dann habe ich hier noch so schönes Deko-Blumenstrauß für mein Zimmer. Ich finde es so schön, in der Kamera kommt es gar nicht rüber. Dann noch so ein Messer, bla bla. Und dann habe ich mir endlich eine Hundeleine gekauft. Als hätte ich ja nicht schon genug. Warte. So, jetzt habe ich mir endlich eine Joggingleine gekauft. Die war jetzt auch nicht teuer. Ich habe im Fressnapf geguckt, da hat die 44 Euro gekostet. Und als ich die gesehen habe, musste ich natürlich direkt zuschlagen. Ich finde, die Karabiner sind auch, die gehen gut, die sind schwer, aber darauf achte ich immer, weil wenn die so leicht sind, sind die eher aus Plastik und der ist jetzt halt echt aus Metall. Das hört man auch. Nein, man hört es nicht. Und der hat hier so Reflektoren, ist schwarz, eigentlich nicht so meine Favorite Farbe, aber dann hat die viele Schlaufen und viele Verstellmöglichkeiten. Hier ist einmal so ein Ring und hier kann man sich das dann um den Bauch machen. Da macht man hier das, ja, irgendwie macht man das da. Und hier ist auf jeden Fall dieses Stretch, also auf jeden Fall dieses, also eine Jöringer-Leine ist es eigentlich, keine Jogging-Leine, ein Jöringer-Leine. Auf jeden Fall so eine Jöringer-Leine mit diesem Gummi da. Und die gefällt mir echt gut. So, Leute, es ist jetzt gerade Mittwoch und es ist der 6. Und ja, ich wollte euch ganz kurz den neuen Napf zeigen, der ist so schön. My lovely pet. Und das ist so Porzellan. Ja, ich glaube, ich habe ihn euch sogar schon mal gezeigt. Und ich möchte heute mit Luna auf jeden Fall mal trainieren. Ich habe drin schon ein bisschen mit ihr geübt, aber dann dachte ich, drin ist zu wenig Platz. Und ja, deshalb machen wir das jetzt draußen und ich begleite euch einfach mal ein bisschen, oder Luna? Ich nehme euch mal ein bisschen mit. Das sind so generelle Übungen fürs Rallye-Obedience und für die BH, die wir nämlich versammelt haben. So, und ich würde sagen, let's go. So, also zuerst habe ich sie mit dem Spielzeug so ein bisschen heiß gemacht. Dann bin ich mit ihr ganz normal Fuß gelaufen, hin und her. Habe sie nochmal aufmerksam gemacht, immer mit einer Drehung. Dann läuft sie auch schön, schaut mich auch schön an, habe ich auch wieder gedreht. Weil sie guckt mich eigentlich, also man sieht es jetzt nicht, aber man sieht, dass sie nicht auf den Boden guckt. Also sie guckt mich die ganze Zeit aufmerksam an, da sieht man es gut. Sie guckt mich die ganze Zeit an, da wollte ich, dass sie stehen bleibt. Und das hat sie auch gut gemacht. Dann üben wir halt im Moment fürs Rally Obedience, weil wir in eine Klasse aufgestiegen sind, dass wir halt laufen, sie bleibt stehen und ich laufe einmal außen rum, was halt das Problem ist, sie bleibt stehen. Aber dann irgendwann, wenn ich hinter ihr bin, setzt sie sich hin. Hier hat es gut funktioniert, da habe ich sie dann auch direkt bestätigt. Und dann laufen wir schön Fuß, das funktioniert auch gut. Fußlaufen kann sie auch mittlerweile auch richtig gut, was halt das Problem ist. Ist, dass wenn wir irgendwie in einem Kreis laufen oder Menschen umlaufen im Fuß, dass sie dann immer auf den Boden geguckt. Also sie guckt mich da nicht an. Natürlich, das ist kein ausschlaggebender Punkt, dass wir die BH nicht schaffen, aber das möchte ich gern, dass sie mich auch in Kurven anguckt, weil das macht sie nämlich nicht, dann guckt sie immer. Da habe ich dann schön mit ihr gespielt und ja. Thank you.
da, das nehmen wir mit. Einmal hier die neue Leine. So, Jogging, also die dehnt sich so. Und die Sachen, ich habe mich am Zeh verletzt. Also hier sind ein Spielzeug und auch mit Kaliz.